Die Rosenheimer Star Bulls, die sind ja bekannt für ihre ziemlich, ziemlich gute Nachwuchsarbeit im Eishockey. Ja, und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter, denn ab sofort sind sie nicht nur auf dem realen, sondern auch auf virtuellem Eis unterwegs. Star Bulls goes E-Sport. E-Sport hat sich in den letzten Jahren wirklich als Profisport etabliert und auch am PC oder an der Konsole wird professionell gezockt. Am Telefon habe ich jetzt Andreas Huber von der neuen E-Sport-Abteilung der Rosenheimer Star Bulls. Herr Huber, wie seid ihr denn dazu gekommen, als Star Bulls jetzt auch E-Sport zu betreiben? Ja, im Endeffekt Auslöser war ein Turnier vom Landesverband, vom BEV. Wegen Corona, dadurch, dass die Kinder ja keinen Sport mehr machen konnten, dann ein E-Sports-Turnier ins Leben gerufen haben, wo sich dann alle Vereine daran beteiligt haben. Da haben die Star Bulls dann auch mitgemacht. Das haben wir dann als Startschuss für das Projekt intern genommen, um ein eigenes E-Sports-Team aufzustellen. Und jetzt sucht ihr natürlich Spieler, also Gamer für euer Team. Wer kann denn da mitmachen? Im Endeffekt kann jeder mitmachen. Bei uns ist bloß so, dass wir Spieler ab 16 Jahren suchen und idealerweise aus der Region. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn der Bezug zu den Star Wars Rosenheim da wäre. Trainiert und zockt ihr da jetzt erst einmal nur oder habt ihr euch auch schon für eine Liga angemeldet? Wir haben schon uns für eine Liga angemeldet. Die startet dann jetzt im August und somit hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um das Team zu formen, gemeinsam zu trainieren und dann eben für das Turnier dann, für die Liga halt dann zu starten. Mhm. Als Star Bulls liegt euch natürlich das Eishockey am nächsten. Ihr spielt ja dann auch NHL 21. Sind dann auch andere Games im Blick, die ihr vielleicht dann noch angehen wollt? Die Star Bulls werden immer beim Eishockey bleiben als Basis, aber wir schließen es nicht aus, dass wir dann auch andere Titel mit aufnehmen. Wir haben uns bloß klar abgegrenzt, Ego-Shooter werden wir nicht mit aufnehmen, aber es kann gut sein, dass wir Strategiespiele zum Beispiel mit aufnehmen und schauen, wo halt dann der Markt auch hingeht. Also Strategiespiele wie meinetwegen League of Legends, Dota oder vielleicht auch StarCraft, was die größten Hausnummern in Sachen E-Sports aktuell sind. Genau, und da wird die Reise auch hingehen, weil da einfach auch der Markt am größten ist und auch die Aufmerksamkeit am größten ist. Aber wir werden trotzdem als Eishockey-Mannschaft immer NHL als unsere Basis betrachten und auch weiter betreiben. Dankeschön, Andreas Huber. Die Rosenheimer Star Bulls also bald auch auf virtuellem Eis unterwegs als E-Sport-Mannschaft. Wer jetzt Blut geleckt hat und mitmachen will, man braucht eine Playstation und das Spiel NHL 21. Ja gut, und 16 Jahre oder älter müsste man sein. Einfach eine E-Mail schicken an esports@starbulls.de.